Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Ölverlust. Und zwar geht es um den Golf 4 1,6 Liter 16V mit 105 PS. Und der hat ja doch recht erheblichen Ölverlust, also mehr eigentlich Ölverbrauch. Und zwar äußert sich das dadurch, dass während der Fahrt nach dem Schiebebetrieb, also ich fahre längere Zeit bergab, dritter Gang, Schiebebetrieb und gebe dann Gas. Und dann kommt da eine Riesenwolke hinten aus dem Auspuff raus. Das deutet ganz stark darauf hin, dass die Ventilschaftdichtungen defekt sind. Das heißt, Öl drückt auf die Ventilschaftdichtung. Während der im Schiebebetrieb ist, zündet der ja nicht, sondern lässt sich ja einfach nur rollen. In dem Fall sammelt sich immer ein bisschen Öl im Zylinder, was natürlich nicht verbrannt wird. Das geht dann auch durch die Ventile durch bis vor den Cut und bleibt dann da im Normalfall liegen. Sobald ich dann aufs Gas trete und die Zündkerzen wieder zünden, entzündet sich auch das Öl, was noch im, an den Zylinderlaufbahnen dran ist und im Abgastrakt, entzündet sich dann und äußert sich dann durch den Auspuff über ja, etwas bläulichen Rauch. Da habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt den Zylinderkopf zerlege und die Ventilschaftdichtung austausche, probiere ich das doch einmal ja, mit einem Additiv. Und zwar gibt es da von Liqui-Moly Ölverluststopp. Das verspricht im Prinzip verminderten Ölverlust, Ölverbrauch, aufgrund dessen, da in diesem Additiv Weichmacher drin sind, die ja, Kunststoffe, Gummi, also die ganzen Dichtungen wieder ein bisschen auffüllen lassen und dadurch wieder abdichten soll. Also was kann das Zeug genau? Hier steht im Prinzip drauf, regeneriert Motordichtung aus Gummi und Kunststoff und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Vermindert blauen Auspuffqualm, wirkt einer Ölverdünnung entgegen und reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch. Ist schön, also die Pulle kostet irgendwie, glaube ich, 11 Euro. Und ich dachte mir, bevor ich mir die ganze Arbeit mache und die Ventilschaftdichtung einmal alle austausche, was so einen guten Tag Arbeit bedeutet, probiere es erstmal hiermit und schau mal, ob das Zeug wirklich funktioniert. Grundsätzlich halte ich eigentlich nicht viel von Additiven. Denn wenn man ein vernünftiges Öl fährt, ist das schon das Beste für den Motor. Man braucht da nicht noch irgendwas zusätzlich reinkippen. Die ganzen Ölhersteller machen sich ja schon Gedanken, was das angeht. Mischen dem Öl ja schon Additive bei. Also wir haben da wirklich so Verschleißschutz etc. ist ja alles schon mit in dem Öl drin, im Normalfall, wenn man gutes Öl verwendet. In dem Fall natürlich keine Weichmacher, die irgendwie Gummi und Kunststoff wieder auffüllen lassen und dadurch wieder abdichten sollen. Daher werden wir das tatsächlich einfach mal probieren und schauen, ob wir in den nächsten Tagen eine Verbesserung merken. Also das stellt sich wohl so nach 600 bis 800 Kilometern ein. Ich werde das jetzt einmal einfüllen. Ich brauche dann ungefähr eine Woche, bis ich dann diese Kilometer auch erreicht habe. Ja, sagen wir mal 2 Wochen. Und dann schauen wir, ob es sich gebessert hat. Jetzt blende ich euch einmal noch kurz ein Video ein. Das sieht man vielleicht nicht so gut, aber man kann vielleicht erkennen, wovon ich rede. Da bin ich einmal über die Autobahn gefahren, habe abtouren lassen über ein paar hundert Meter und bin dann nochmal aufs Gas gegangen und dann sah ich zumindest im Rückspiegel ziemlich deutlich, wie ich eine Wolke hinter mir hergezogen habe. Schaut euch das mal an. Ja, ich weiß, man hat es jetzt vielleicht nicht ganz so gut gesehen, aber wenn man sich das ein bisschen näher betrachtet, merkt man schon, da ist irgendwas und da kommt eine Wolke raus. Es ist kein Diesel, es ist ein Benziner, von daher sollte das auf gar keinen Fall sein. Also ein Benziner sollte im warmen Zustand nicht aus dem Auspuff rauchen. Ist einfach so. Beim Diesel hat man das ab und zu mal aufgrund eines verstopften Partikelfilters, der ja nicht mehr aufnehmen kann und dadurch irgendwie ja, Schwarzqualm hinten raushaut, aber nicht beim Benziner. Ich würde sagen, wir kippen das Zeug jetzt mal rein und beobachten die nächsten Tage einfach mal, wie sich das entwickelt. So, dazu öffnen wir einfach den Öleinfüllstutzen. Das ist das Zeug noch mal ein bisschen genauer betrachtet. Wir öffnen die Flasche hier einfach.
ziehen hier einmal das Siegel ab. Ich habe die vorher schon mal ein bisschen geschüttelt. Und dann kippen wir das Zeug einfach mal hier rein. Da steht, dass das für bis zu 5 Liter Öl ausreichend ist. Mehr haben wir hier auch nicht in dem Motor drin. Von daher reicht eine Flasche absolut aus. Es läuft noch. Es ist ein bisschen zähflüssiger, also es ist wie Motoröl. Das war jetzt auch Zimmertemperatur, von daher eigentlich eine ganz vernünftige Fließfähigkeit. Und warten wir mal ab, bis es tropft und dann sollte das auch ausreichen. Ja, dann machen wir den Öleinfüllstutzen einfach wieder drauf oder den Deckel, machen zu und sind damit erstmal fertig. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug gut 1300 Kilometer gefahren, also mindestens 500 Kilometer mehr als auf der Flasche drauf stand. In der Zwischenzeit musste ich tatsächlich wieder Öl nachfüllen. Aber habe natürlich weiterhin beobachtet, ob der immer noch so stark rausraucht wie zu Beginn. Und ich muss sagen, ich denke, ich habe das Produkt richtig angewendet. Also die Anleitung auf der Flasche war ja ziemlich eindeutig. Und musste mit Bedauern feststellen, dass leider keine Verbesserung eingetreten ist. Also ich habe immer noch das Problem, wenn ich im Schiebebetrieb eine gewisse Wegstrecke zurücklege, dass das Fahrzeug dann beim Gasgeben hinten wieder massiv rausraucht. Also es ist wirklich nicht wenig. Man sieht wirklich, dass da eine gute Wolke hinten rauskommt. Besonders abends fällt es auf, wenn einer hinter mir herfährt. Weil aufgrund der Scheinwerfer und sowas, dann sieht das alles noch ein bisschen extremer aus. Ja, ich weiß nicht, also ob das jetzt einfach nicht gewirkt hat oder ob die Zeit oder die Kilometerangabe nicht ausreichend ist, ob das Wetter vielleicht nicht mitspielt. Also wir haben jetzt halt Winter, wir bewegen uns ständig irgendwo zwischen knapp 0 und 10 Grad. Und ich würde sagen, falls mir der Herr Liquimolli zuschaut und eventuell in meiner Anwendung oder so einen Fehler entdeckt hat, kann Herr Liquimolli mich gerne mal kontaktieren und mir eventuell Tipps hierzu geben. Möglicherweise hat er auch einfach ein bisschen Redebedarf zu diesem Produkt. Ich würde mich natürlich gerne mal dann darüber unterhalten. Wie gesagt, ne? Wäre schön. Ja, und sonst würde ich sagen, klar, weiter. Ich beobachte das Ganze jetzt noch ein bisschen und werde dann aber, wenn das jetzt in nächster Zeit nicht viel besser wird, wohl andere Schritte einleiten müssen. Das heißt, wir werden uns wirklich an die Innereien des Motors begeben müssen einfach, weil ich jetzt einfach auch nicht weiß, was wir da sonst halt noch machen können. Also die Vermutung liegt ja immer noch nahe, dass es die Ventilschaftdichtungen sind. Was anderes macht auch eigentlich keinen Sinn, weil wie gesagt, der verbraucht hinten Öl, der verliert kein Öl. Also da läuft mir nichts irgendwie außerhalb des Motors raus, sondern er verbraucht tatsächlich Öl. Also müssen es ja die Ventilschaftdichtungen sein. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt erstmal weiter beobachten. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.